Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder das Cryfies. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Metin2.de auf dem Server Ruby bzw. Chimera. Und ja, in dieser Folge werden wir sehr viel anstellen. Unter anderem werden wir auch das Giftschwert und das Zodiac-Schwert vergleichen. Ihr wisst ja, ich habe jetzt, nicht das Zodiac-Schwert, sondern die Zodiac-Klinge. Diejenigen von euch, die schon Gifty mit plus 9 mit 40 DSS aufwärts haben, denken wahrscheinlich bestimmt auch daran, irgendwann sich mal eine Zodiac-Klinge, Zodiac-Glefe, whatever zu machen. Ich kann das natürlich jetzt nur mit einer Zodiac-Klinge vergleichen, weil ich kein Zodiac-Schwert und keine Klinge ausrüsten kann und habe und da. Aber ja, ich möchte euch das trotzdem in dieser Folge zeigen, was denn jetzt mehr Damage macht. Ein Gifty mit 42 DSS und 5 Metin oder eine Zodiac-Klinge plus 8 mit 40 DSS. Und ich würde sagen, wir bleiben gespannt und wir springen direkt zum ersten Clip. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Gut, als nächstes werden wir jetzt mal die Feuerschuhe aus unserem Shop holen. Denn wir haben ja hier jetzt ein paar Switcher Oh, 5 KK, irgendwas verkauft. Ja, da werden wir die jetzt rausholen und werden die mal kurz switchen. Vielleicht kriegen wir ja was Gutes rein. Ich muss mal gerade die Autojagd hier bei dem Fenster wieder richtig machen. Das nervt mich nämlich sonst. ja, ziehen wir das Fenster. Ja, machen wir es so. Okay, ja. Also 5 Crabs ist natürlich gar nicht nice, also da muss unbedingt was anderes rein. Im Idealfall 1,5 TP, 10 Crit, ihr habt ja gesehen, wie viel DR und Switcher hier schon in den Feuerschuhen stecken. Ich würde sagen, wir machen das so, oh, das sieht ja eigentlich auch ganz gut aus, dann kann ich besser mit den Switchern arbeiten. Und ich würde sagen, jetzt beginnen wir mit den Switchern Nummer 1, 1K Rest Müll. Das war der erste Switcher. Jetzt kommt der zweite. Der zweite ist 1 KTP, 5 Crit, 3 Ohnmacht. Ja gut, da haben wir jetzt wieder genau dasselbe Dilemma wie mit den anderen Schuhen. Ich kann euch das mal gerade zeigen. Also wenn man hier auf Feuerschuhe geht, tatsächlich, dann sieht man, dass Feuerschuhe plus 0 mit den Bonis 1 KTP, 5 Crit. Ja, also ich habe welche drin für 9 Won. Das ist natürlich jetzt blöd, also weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt wirklich in den Shop stellen sollen nochmal. Da habe ich 1 KTP, 5 Crit, 2 Won, aber wisst ihr was, komm. Wir lassen das jetzt einfach, weil ich glaube sowieso nicht, dass man mit den B-Switchern da was extrem Krankes reinbekommt. Dementsprechend werden wir die jetzt mit 1 KTP, 5 Crit, 3 Ohnmacht auch wieder für 9 Won reinstellen. Und ja, als nächstes würde ich sagen, probieren wir die HTK weiter zu switchen, weil die hat ja keine geilen Bonis, beziehungsweise nichts, was ich irgendwie gebrauchen könnte. Dann machen wir die mal da oben hin, dann sieht man es besser. Wie gesagt, nur 2 KTP, 10 Pfeil, das ist kompletter Schmutz. Ja, Switcher Nummer 3, 10 Einhand, 10 Dolch, 10 Fächer. Das ist natürlich auch nichts Geiles. Da müssen wir nochmal drüber laufen lassen. Da haben wir jetzt 10 Pfeil, 10 Dolch, 3 MP. Ist auch nicht so schön. 1,5 TP, 5 Crit reicht eigentlich schon, um die ein bisschen teurer zu verkaufen. Da haben wir auch wieder nur Müll bekommen. Jetzt Switcher Nummer 5 ist es, glaube ich. Da haben wir auch wieder nur Müll. Ich mache das mal so hin. Gucken wir mal, ob der nächste Switcher was bringt. 5 Ohnmacht, 4 Einhand, 10 Zweihand ist auch kacke. 1 KTP und Restmüll ist leider auch scheiße. Ja, also, also die HTK hier mit B-Switchern ist wahrscheinlich auch wieder eine Herausforderung. Haben wir wieder 1 KTP, aber auch wieder nur kompletten Bullshit. 1,5 TP, 5 MP, Absorb 6 Pfeil ist also schlechter als am Anfang. Können wir auch nicht lassen. Wir wollen ja hier was Gutes reinbekommen. Eventuell sogar nur 10 Crit würde mir auch schon reichen, um die ein bisschen teurer zu verkaufen. 6 Doppeljang, 10 Pfeil ist auch nicht das Wahre. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich die restlichen Switcher tatsächlich hier reinstecken. 500 TP, 3 Ohnmacht, 8 XP. Auch nichts Gutes. Jetzt kommen wir zu den letzten 1,5 TP. 6 Kralle. 1K und auch wieder nur Müll. Das ist auch Müll. Auch Müll. Und der letzte ist auch Müll. Ja gut, dann haben wir bei der HTK auf jeden Fall keinen Gewinn gemacht. Ja, aber man muss auch einfach sagen, es waren ja eh B-Switcher und B-Switcher sind halt einfach B-Switcher. Die sind B-Schissen. Machen wir sie für 11 vorne rein, vielleicht wird sie ja dann gekauft. Ja, das war das Switcher-Event.
So Leute, dann probieren wir jetzt mal unsere Zodiac-Klinge abzuholen. Ich hoffe natürlich, dass der siebte Boni drauf geklappt hat. Dann können wir direkt eine Segnung drüber laufen lassen. Gucken wir mal nach. Finger gekreuzt halten. Ja, sie ist drauf. Ey, Niedrigrangpunkt ist reingekommen. Nice. Okay, dann ja, werden wir jetzt ein paar Segnungen besorgen und dann werden wir gucken, ob wir das Ding gedreht bekommen. So Leute, ihr habt euch doch schon immer mal gefragt, was mehr Schaden macht. Ein Giftschwert plus 9 mit 42 DSS 5 Metin oder eine Zodiac-Klinge plus 8 mit 40 DSS. Finden wir es heraus. Ich mache jetzt alles gleich an. Also ich habe jetzt nur das Pad draußen und werde auch nur die drei Sachen da machen. Ihr seht, ich habe keinen Pushring oder so drin. Also nicht wundern, dass ich einfach nur Crap-Schaden mache. Aber ja, Alchi machen wir an. Aber da habe ich ja wie gesagt nur drei Steine, also auch jetzt nichts Berauschendes. Wenn sie denn mal angeht. Hallo. So. Jetzt suchen wir uns hier so einen kleinen Mädchen raus. Gucken wir mal. Wieso ist hier kein Mädchen? Da hinten ist jetzt der erste. Dann holen wir den da. Der steht so schön. Und dann gucken wir mal, wie viel Schaden ich hier drücke. Also es sind 9k. 8, 5, 8, 8 habe ich jetzt gesehen. 8, 9. Ah, 8, 9. Also die 9k habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, das werden auch keine 9. Doch, da habe ich jetzt die 9k gesehen. Ja, dann nochmal die 9k. Also wir werden jetzt den gesamten Mädchen hier so runterbuttern. Da habe ich auch nochmal 9k gesehen. Ja, also 9k ist hier so das absolute Maximum, was ich mit diesem Giftschwert hier momentan am Mädchen drücke. Das ist natürlich jetzt nicht viel. Aber kein Wunder bei dem Equipment. Gut, jetzt werden wir das Ganze wechseln. Ich bin gespannt, ob die Zodiac-Klinge trotz des hohen AW-Werts weniger Schaden macht. Ich werde natürlich jetzt auch wieder an einen, also an so einen kleinen Mädchen gehen. Hier hinten war doch irgendwo einer da. Dann gehen wir an den in der Ecke. Der sieht irgendwie schöner aus. Und jetzt probieren wir es aus. 9-1. 9K. Gucken wir mal. Also das sind ja schon mal 100 Damage mehr, aber ansonsten verhält sich das gleich. 9K. 9-1 habe ich wieder gesehen. Wir machen den ganzen Mädchen wieder. Gucken, ob es da nicht noch vielleicht einen höheren Schaden gibt. Da war wieder 9K. Und schon wieder 9K und 66, 41. Ja, no, schon wieder 9K. Also verhältnismäßig würde ich sagen, dass das absolut gleich viel Schaden macht. Trotz, dass das Gift die 2 DSS mehr hat und 5% stark gegen Metinsteine mehr. Also ich kann euch das gerade jetzt nochmal zeigen, aber ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Die Zodiac-Klinge plus 8 hat 40 DSS, also 2 DSS weniger als mein Gift. Und das Gift hat zusätzlich noch 5 stark gegen Metinsteine, was meine Zodiac-Klinge nicht hat. Und die Zodiac-Klinge macht einen Ticken mehr Schaden schon auf plus 8. Das ist geil. Das ist richtig geil. Trotz, dass sie 2 DSS weniger hat. Das heißt, wenn wir die auf 9 pumpen, macht die auf jeden Fall mehr Schaden als mein Gifty. Fragt sich halt nur, wie viel. Das sind dann nochmal 100 AW mehr. Und man muss natürlich auch bedenken, ich habe noch 5 stark gegen Metinsteine drin. Wenn wir hier auch noch 5 oder 6 oder 7 oder 8 Metinsteine reinkriegen, ballert die Zodiac-Klinge schon ordentlich rein. Und ich würde sagen, das ist mal ein geiler Vergleich. So Leute, da wir ja eben das Zodiac-Schwert verglichen haben und es macht tatsächlich mehr Schaden. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, es macht tatsächlich 9,1k Crit DB und das Gifty nur 9k Crit DB. Dementsprechend machen wir das Giftschwert jetzt in den Shop und ihr werdet es nicht glauben, die Preise sind so am Explodieren. Ich kann das Gifty wirklich für locker, ich sag mal, 40-45 Won kriegen wir safe dafür, aber man will ja immer das Maximum rausholen, also mache ich es jetzt für 50 Won in den Shop. Preise sind ja, wie gesagt, bei mir immer verhandelbar. Einfach anschreiben, ein bisschen quatschen, dann passt das. Und ihr seht schon, wir haben hier eine Lücke gehabt. Ich habe den KPP plus 9 einfach so verkauft für 20 Won. Der Typ hatte mir geschrieben, ich habe nicht geantwortet, weil ich gerade AFK war. Und wir haben wirklich 20 Won dafür bekommen. Plus wir haben die Kleidung der Liebe verkauft, glaube ich, für 1 Won. Also auch mega geil. Das war die Kleidung der Liebe zur Erinnerung mit 15 Blitz only. Und wir haben die restlichen DR-Gutscheine verkauft. Und
Wir haben den antiken Dia verkauft. Also insgesamt holen wir jetzt hier 26 Won raus. Jetzt haben wir, jetzt haben wir 53 Won. Das schmeckt auf jeden Fall. Ja, den Shop voll machen. Ja, obwohl, wir können noch ein paar Fragmente reinsetzen. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich den Shop gefüllt habe. So, ich habe gerade den Shop neu aufgesetzt. Ich habe hier die Fragmente mal reingeballert. Ne? Und ansonsten ist da jetzt nichts Spektakuläres im Shop passiert. Aber wir versuchen es weiterhin. Giftig für 50 Won reingestellt, wie gesagt. Und ja, mal abwarten. So, Leute, wir haben hier eine Okay-Truhe, eine goldene für 40 Kaka. Die probiere ich aus. Ah, das war so klar. Der Laden wird vorbereitet. Klassiker. Ah, das ist so typisch. Das ist so typisch. Naja. Ach, guck mal hier. Mein Bruder bietet 2 Stück für 1,5 Won an. Wucherpreis. Der sitzt übrigens gerade da. So, hab sie mal rausgekauft, um ihn ein bisschen zu unterstützen. Hoffen wir mal, dass da was Gutes rauskommt. Oh weh, da kommt nur Scheiße raus. So, erste Truhe. Kodrakoni mythisch. Geschliffener Drachen und nix. Ah, wenn das jetzt ein Liege gewesen wäre. Und die zweite, oh, bitte in Manu. Persönlicher Premium-Laden für einen Tag. Ja, danke für deinen Scheiß. So, dann lesen wir jetzt mal einen Seelenstein. Vielleicht geht verzauberte Rüstung wieder eins höher. Mal gucken. Nö, fehlgeschlagen. Also Standard, Zen-Boden und fertig. So Leute, wir haben tatsächlich einen antiken Versuch auf Rubin. Wird er endlich klappen oder wird er erneut failen? Wir haben jetzt hier einmal fail, viermal erfolgreich hintereinander. Ich bin gespannt. Es war so klar, dieses Game gönnt mir nichts. Scheiße, ey. So Leute, ich muss jetzt leider eine kleine Investition machen und zwar muss ich mir jetzt Zodiac Dolche plus 6 kaufen. Warum muss ich mir sie kaufen? Weil meine Junghellenwaffe jetzt abgelaufen ist. Sie sind schon auf plus 6, das ist ganz nice. 5 Won, der Preis ist eigentlich Wucher, aber es ist okay. 30 DSS, 6 Decks und 4er PVM reicht für mich fürs Erste und ich würde sagen, die haben wir uns jetzt gesnackt. 5 Won bezahlt und dann werde ich die auf den Ninja geben und dann hat er wenigstens eine Waffe. Dementsprechend kann er diese 5 Won in 5 bis 6 Tagen wieder reinfarmen. Jo Leute, ich wollte euch nur noch mal kurz zeigen, ich habe gerade tatsächlich einen antiken Rubin hergestellt. Erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Vorher irgendwas Fail, keine Ahnung, was das war. Aber wir haben einen So, dann nutzen wir jetzt als nächstes mal die zwei kleinen Segnungen. Vielleicht ändert sich ja jetzt endlich mal hier was. Gefailed und gefailed. Ja, dann gebe ich die mal kurz hier rüber auf meinen Ninja. Und dann gucken wir mal, ob auf dem Ninja die kleine Segnung klappt. Ich glaube nicht, weil kleine Segnungen sind eh egal. Ja, gefällt. Klassiker. So, die nächste Investition, die wir tätigen, ist ein LKS plus 9 kaufen für 45 Kaka. Und da werden wir jetzt Bonis reinballern. Ganz einfach, warum ich das mache. Ich habe mir Kurtschas erstellt. Die Kurtschas werde ich jetzt übers Okay-Event bis Level 70 aufwärts leveln lassen. Einfach damit die ja, genug Okay-Karten sammeln. Und dann brauchen die natürlich ein besseres Schild. Das 5-Eck-Schild plus 9, was ich habe, kann ich dann verkaufen. Ja, machen wir jetzt erstmal Bonis rein. Der erste hat geklappt. Der zweite hat gefailed. Gefailed. Geklappt und gefailed. Also eine sehr schlechte Ausbeute. Ich würde sagen, ich gebe es mal ganz kurz auf den anderen Charakter. So, dann probieren wir es hier ja noch, hier jetzt nochmal aus. Hier habe ich noch 3 Stück. Jawohl, geklappt. Gefailed. Gefailed. Ah, leck. 3 erfolgreiche nur bei 8 Stück. Aber ich habe Gott sei Dank noch welche. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier habe ich ja noch 5 Adder. Jetzt machen wir mal den 4. Boni rein. So, der 4. Boni ist drin. Dann suchen wir mal ganz kurz schnell nach Segenskugeln. Hauen da kurz noch den 5. Bonus rein. Machen wir es so, dann geht es schneller. Fail, geklappt, jawohl. Das ist erledigt. Und ja, jetzt kommen wir zum Switchen. Da benutze ich aber erst die auf Main und auf meinem Ninja, weil da muss Platz geschaffen werden. Eine Sekunde. So, wie versprochen, werden wir jetzt das LKS switchen. Da muss einfach nur AGO rein und dann bin ich zufrieden. Deswegen B-Switcher. Also an der Stelle wisst ihr, warum ich B-Switcher benutze. Erster Switcher. 6 Int, 8 Decks, 6 Doppeljang, 10 Orks, damit können wir nichts anfangen. 10 Teufel, 10 Untot, 8 Witt ist auch Müll. Und 15 Ablock, 15 Ablock und 6 Untote. Wenn da jetzt noch AGO drauf gekommen wäre, wäre es natürlich geil, so können wir es nicht gebrauchen. Hier haben wir noch einen B-Switcher, eine Sekunde. Ich wechsle mal eben nochmal das Fenster. Und dann würde ich sagen, nächster Switcher. 8 Int, 6 Untot. Ja gut, das ist auch nichts Gutes.
Und auf den letzten, da haben wir ja wie gesagt noch 5 Switcher. Kurz noch das Fenster wechseln, damit ihr das auch schön seht. Und ja, jetzt hoffe ich, dass der AGO reinkommt. Erster Versuch. Boom, Alter. Geil. AGO, 8 Int, 6 Ablock, 10 Ox, 6 Wit. Ich bin zufrieden. Mega genial. Da kommt noch was anderes dazu. Ich habe noch ein Equipment-Teil, was wir switchen können. Das gebe ich mal ganz kurz rüber. Denn Talismane kann man mit dem Shit nämlich auch ganz gut switchen. Da muss ich aber noch den 5. Bonus gerade reinmachen. Da will ich unbedingt Eiswiderstand drin haben. Okay, gut. 5. Bonus ist drin. Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Ich hoffe, dass da jetzt was Gutes bei rumkommt. Erster Versuch. 15 Erd und Rest Müll. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig zu erkennen, aber ich sag euch, wenn was Gutes bei rumkommt. was haben wir hier? Ja, auch kompletter Schmutz. 4 Def nur und sonst nur Müll. Nächster Versuch. Da haben wir 10 Eis, 15 Dunkelheit, 5 Ohnmacht. Krise. Letzter Versuch. 20 Insekten. Ja, also auch kompletter Schmutz leider. Naja, ein Versuch war es wert. Wir sind leider schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Sprengt den Daumen nach oben Button. Und ich hoffe, dass viele von euch demnächst wieder einschalten beim Livestream. War auf jeden Fall die Woche hier ein sehr geiler Livestream. Und ich möchte mich nochmal speziell bei meinen Kanalmitgliedern bedanken und natürlich bei allen, die mich da supporten. Wenn ihr auch mit Metin 2 bzw. wenn ihr euch einen Account erstellen wollt, wenn ihr mit Metin 2 anfangen wollt, macht das doch kostenlos unter meinem persönlichen Link. Damit würdet ihr mich kostenlos ein bisschen unterstützen. Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich bin raus. Peace.